Dann brauchen wir ja die Brücke hier rüber nicht mehr. Und die sollten wir auch mal... Obwohl, die brauchen wir noch. Wir brauchen eine breite Brücke, wenn wir hier so eine Art Angriffsablenkung machen. Euer Zauberspruch Beben wurde verbessert. Es gibt nichts mehr zu erforschen. Habe ich Imps verloren? Nein, ich habe keine verloren, aber sie sind welche, sind im Kampf. Okay, dann lassen wir mal die... meine Truppen noch ein bisschen trainieren. Die Fallen hier aufstellen und die Türen. Ein Troll wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Das können wir ändern, indem wir ihn einfach mal hier absetzen, den Troll. Ihr habt einen gegnerischen Wachraum erobert. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Und ein Teufler, der... Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Platz zum Schlaf braucht. Das haben wir doch noch eine Elfe gekriegt. Die setzen wir auch gleich mal hier unten ab. Wo ich den Wachraum gleich verkauft hatte. Würde man mir mal endlich bitte eine Tür bauen, dass ich die abschließen kann, dass meine Imps nicht unnötig in den Tod rennen. Eine verstärkte Tür wurde in eurer Werkstatt gebaut. Genau, stellt die Tür auf. Die Imps haben andere Sachen zu tun, als sich töten zu lassen. Eigentlich sieht es bis jetzt ganz gut aus. Also die Taktik ist wie gesagt folglich. Ich erobere eine dieser beiden Brücken und baue dann von der Brücke aus weiter. Ob ich hier, obwohl ich jetzt nicht... unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Warum verlieren meine Teufel eigentlich immer ihre Schlafplätze? Ja, ich finde die Geräusche genial, die die Teufler machen, wenn man sie in die Hand nimmt. Obwohl ich nicht glaube, dass ich direkt hier den Hauptgang reinbuddeln sollte, sondern... Das hier sieht gut aus, was sagt mein böser Blick? Tatsache, hier ist ein Hohlraum und hinter dem Hohlraum kann ich mich durchbuddeln. Eine Stachelfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Bis hierhin sogar. Das ist gut. Muss ich nur hier durchbuddeln. Okay, verstärkte Tür abschließen. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. So. Ah, ich denke mal, jetzt sollte ich die Tür öffnen. Hier eine Fahne hinsetzen. Mal alles, was ich habe, irgendwo da vorne absetzen. So. Das dürfte den Feind lang genug ablenken. Dass die Imps die Brücke einnehmen können. Ja, eine gegnerische Brücke erobert. Okay, das ging schnell. Alle Mann weg. Können gegnerische Helden keine Brücken erobern. Dann kann ich nämlich jetzt von hier aus ganz frech entlang bauen. Ja, wir sind ein böser Keeper. Wir brauchen uns nicht an Regeln zu halten. So. Und wenn ich Glück habe, treffen uns da sogar die gegnerischen Kanonen nicht mal. Tatsache, sie treffen uns da nicht. Sehr gut. Kaufe ich hier jetzt ein Stück der Brücke wieder, dass nur noch das Stück Brücke hier übrig ist für alle Fälle. Verkaufe auch hier die Brücke ein Stück weit. So.
Das dürfte ich mich eigentlich locker hier durchbuddeln können. Eure Geschöpfe wurden geheilt. Die wollen da rein, das... So viel dazu. Jetzt darf ich da wieder eine neue verstärkte Tür hinbauen. So. Der Imp hier nimmt mir das Gebiet ein. Also zu seinem Trainingsraum durchkommen wir schon mal. Kommen wir auch noch ein Stück weiter. Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Nein. Zahltag. Wenn, dann setze ich hier oben ein paar ab. Dann können die mir das da ein bisschen einnehmen. Der Rest bleibt schön hier. Tatsache, hier geht es so weit rum. Hier, ne, setzt mal das Gebiet für mich. Sehr schön, da können wir direkt über seine Hühnerfarm einfallen. Da steht uns nur diese Kanone im Weg. Ihr seid alle lebensmüde, kann das sein? Baut mir die verdammte Tür. Oder ist die schon fertig und keiner holt sie ab? Eine Wächterfalle wurde in eurer Werkstatt gebaut. Nein, jetzt wird sie gebaut. Meine Imps wollen wirklich alle Selbstmord begehen. Kraft euch lieber hier durch. So, dann schnappe ich mir schon mal alles, was ich an Kreaturen habe. Gib hier den Grabbefehl. Locker mal das Ganze mit einem Erdbeben auf. Hol mir mal mehr Mana. Setz hier die Fahne. Nein, das wollte ich nicht. Du sollst da graben. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Du sollst graben. Jetzt stinkt's mir langsam. Alle Ems hier absetzen. Irgendeiner von euch wird ja graben. Also. Ich hasse Befehlsverweigerung. Beziehungsweise Inkompetenz. So, und jetzt schnappe ich mir einen Teufler. Und helfe mal ein bisschen, dass das schneller von dann geht. Obwohl, wir sind ja schon hier drin. Brauche ich eigentlich gar nicht mithelfen. Wow. Okay, sie kommen auf mich zugerannt. Okay, dagegen, die Helden haben bemerkt, dass ich angreife und jetzt bewegen sie sich auch. Heilige Scheiße. Sind das viele. Na gut, meine Sentry Traps und alles werden sie aufhalten und ich habe so viele Imps verloren. Ein paar neue können ich schaden, obwohl ich wahrscheinlich keine mehr brauchen werde. Ihr habt eine gegnerische Hühnerfarm erobert. Ja, ist klar, ja. Ich klaue dem Gegner die Hühnerfarm, während ich ihn vermöbel, also sein Dungeon-Herz.
Na, vieles davon nicht mehr zu sehen. Jawohl, wir haben es geschafft und da kommt auch schon Horny. Das war wirklich eine schwere Geburt von einer Mission. Aber ich habe sie doch noch erfolgreich hingekriegt. So, Horny holt den Portalstein. Und dann war es das. Sehr gut. Mal sehen, was wir jetzt Neues an Räumen kriegen. Auslöserfallen könnt ihr wunderbare Kettenreaktionen auslösen. Mit der Indie-Falle könnt ihr die lästigen Guten ziemlich platt machen. Wie die Falle. Stahltüren widerstehen auch stärksten Schlägen. Und Stahltüren. Asmodeus glaubte, er sei in Sicherheit, und die sylvanischen Elfen dachten, sie hätten ihn in der Falle. Keine der beiden Parteien hatte auch nur die leiseste Ahnung, was sie von unserer Seite erwartete. Nun besitzt ihr drei Teile des Horny-Talismans. Ich brauche euch wohl nicht daran zu erinnern, dass ihr mit diesem Emblem den Horny in einem Notfall herbeirufen könnt. Ja, den Notfall hatten wir eigentlich gerade, aber irgendwie ist mir aufgefallen, dass das Horny-Teil nicht mehr geblinkt hat, also es nicht mehr einsatzbereit war, obwohl wir ihn nur bis jetzt nur einmal gerufen haben. Ja, aber sei es drum. Soweit ich weiß, wenn wir alle vier Teile haben, können wir ihn so oft rufen, wie wir wollen. Aber gut, wir haben diesen Dungeon jetzt auch, diese Mission jetzt auch geschafft. Und gerade in unserem Zwischenvideo haben wir unseren Freund, den Magier, wieder gesehen bei seinen Experimenten. Dieses Mal hat er sich in ein Hühnchen verwandelt. Ich frage mich, wer den ständig wieder zurückverwandelt tut. Wahrscheinlich ein anderer Magier. Ja, ich denke, wir werden ihn noch öfter sehen. Okay. Namen trage ich jetzt mal wieder keinen ein und dann geht's zurück zur Weltkarte. Nemesis ist gesehen worden. Oha. Er hat die rechte Hand des Königs herausgefordert, Fürst Reinherz. Sollte er ihn wirklich besiegen, könnte er für uns zu einem ernsten Hindernis werden. Noch wichtiger aber ist im Moment, dass die Burg schimmerlich gegnerische Keeper anzuziehen scheint wie ein Magnet. Okay, für Mission 11 haben wir drei verschiedene zur Auswahl, sehe ich gerade. Ja. Mission 11 habe ich, glaube ich, nie gespielt, weil ich nach Mission 10 das letzte Mal einfach keine Motivation mehr hatte. Aber gut. Mission 11 sehen wir uns dann aber erst beim nächsten Mal an. Bis dann.